Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 58. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns mehr schenkst, als wir bitten oder überhaupt zu bitten wagen. Danke, dass du unser Allerbestes willst und dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose. 48 Jakob hat gerade die beiden Söhne von Josef, Ephraim und Manasse, gesegnet und dabei die Hände überkreuzt. Vers 20 So segnet er sie an jenem Tag und sprach: Mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. So setzte er Ephraim, dem Manasse, voran. Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein. Und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Patriarchen sterben, Männer Gottes gehen ins Grab, aber Gott führt sein Werk bis ans Ende. Und ich schenke dir einen Bergrücken, den du vor deinen Brüdern voraus haben sollst. Ich habe ihn den Amoritern mit meinem Schwert und meinem Bogen aus der Hand genommen. Und Jakob berief seine Söhne zu sich und sprach: Kommt zusammen. Damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel, euren Vater. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft, du warst wie brodelndes Wasser. Du sollst nicht den Vorzug haben. Denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht, er stieg auf mein Lager. Wir können noch so viel Kraft und Stärke haben und nach menschlichem Ermessen die Pole Position, die Elite Position einnehmen, wenn wir uns nicht zügeln, unsere Leidenschaften nicht im Griff haben, werden wir nicht den Segen erben können, der uns eigentlich zusteht. Simeon und Levi sind Brüder. Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung, denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Das waren die beiden, die insbesondere in sichern solch ein Blut ähm, Vergießen angerichtet haben, sie waren besonders grausam. Gewalt ist schlimm und führt dazu, dass wir nicht den Segen erben können, den wir eigentlich haben könnten. Aber es lohnt sich einmal zu studieren, was insbesondere aus, oder aus dem Stamm Levi geworden ist, der zwar zerstreut worden ist, aber durch spätere Bekehrung eine besondere Rolle in Israel empfangen hat. Dich, Judah, werden deine Brüder preisen, deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein, vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Judah ist ein junger Löwe mit beute beladen steigst du mein sohn empor er hat sich gekauert und gelagert wie ein löwe wie eine löwin wer darf ihn aufwecken es wird das zepter nicht von juda weichen noch der herrscherstab von seinen füßen bis der schilo kommt und ihm werden die völker gehorsam sein er wird seinen füllen an den weinstock binden und das jungen junge seiner esel an die edelrebe er wird sein kleid im wein waschen und seinen mantel in traubenblut seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Wenn es Ruben und Simon und Levi so ergeht, warum ist Judah, der ja noch schlimmer gesündigt hatte als die anderen drei zusammen, mit solch einem Segen bedacht worden? Die Antwort ist: Judah ist der verlorene Sohn, der zurückgekehrt ist. Er hat das Evangelium verstanden und er wird zum Ahnherr des Messias aus. Seiner Familie wird der Schilo kommen, der den Segen für alle Völker bringt. Judah ist der Gesegnete. Sebulon wird an der Küste des Meeres wohnen, am Anlegeplatz der Schiffe, und er lehnt sich an Sidon an. Isaschar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt. Und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein fronpflichtiger Knecht. Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. O Herr, ich warte auf dein Heil. Es lohnt sich einmal zu schauen, wie die einzelnen Stämme Israels später ähm, diese Prophezeiung auch erfüllt haben. Zum Beispiel kann man mal über Dan studieren, dass, äh, welche Rolle der Stamm Dan in der... Einführung des Götzendienstes in Israel gespielt hat, das ist es sehr interessant zu studieren. Den Gatt drängt eine Schar, aber er drängt sie zurück. Von Asser. Fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Naftali ist eine losgelassene Hirschkuh. Er kann schöne Worte machen. Interessant, wie die Taten und Charaktereigenschaften dieser einzelnen Söhne dann später das Schicksal ganzer Völker mitbestimmt haben. Das, was wir tun, hat Einfluss auf die Zukunft. Josef ist ein junger Fruchtbaum, ein junger Fruchtbaum an der Quelle, seine Zweige klettern über die Mauer hinaus, zwar reizen in die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn, aber sein Bogen bleibt unerschütterlich und gelenkig sind die Arme, seine Hände von den Händen des mächtigen Jakobs von dort her, wo der Hirte. Der Fels Israels, was für schöne Bezeichnung für unseren Erlöser, Bezeichnung, die später auch auf Jesus direkt angewendet werden, der Hirte, der Fels. Von dem Gott deines Vaters, er wird dir beistehen, von dem Allmächtigen, er wird dich segnen, mit Segnung vom Himmel herab, mit Segnung der Tiefe, die unten liegt, mit Segnung der Brüste und des Mutterschoßes, die Segnung deines Vaters übertreffen die Segnung meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Unsere Entscheidungen für oder gegen Gott werden darüber entscheiden, ob wir Segen erleben oder nicht. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir diese wunderbare Verheißung und dieses wunderbare Beispiel von Jude haben, der so tief gefallen ist und der durch das Evangelium eine so gewaltige Rolle gespielt hat in dieser Geschichte und als Ahnherr sogar für den Messias. Herr, hilf uns zu verstehen, dass egal wie tief wir gefallen sind, du uns über alle Maße segnen kannst. Und dass wir das im Glauben annehmen, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.